Gut. Hallo zurück zur nächsten Folge des Let's Plays Crusader Kings. Viel mehr sage ich dazu jetzt nicht. ich bin gerade dabei, meinen neuen Herrscher durchzugehen, weil ich gerade vorhin gestorben bin. Also ich bin jetzt mein Sohn wieder. Und ich als neuer Herrscher fühle mich eigentlich relativ gut schon in meiner Position. Ich will aber nach Kadisia umziehen. Das kann ich allerdings, glaube ich, erst in 348 Monaten. Warum? Das werde ich nie schaffen. Mist. Na gut, egal. Kann ich nach Hafa umziehen? Nein. Ich finde das süß, was du für Sorgen hast. Ja, okay, ich gebe zu, das ist ein ziemlich dummer. Um jetzt mal ganz auf die Meta-Ebene zu gehen, die Chancen sind relativ hoch, dass dieses Let's Play bald endet, weil ich aus meiner Herrschaft vertrieben werde. Nein, stimmt nicht. Ich werde mit höherer Wahrscheinlichkeit ins armenische Königreich wechseln, würde ich jetzt mal vermuten. Ja, ich vermute es auch. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt sind wir dann Gegner, das weißt du. Sind wir sowieso. Nein. Du hast es noch nicht erfasst bis jetzt. Ich mag das voll, dass du bei mir bist. So. Ich werde in Toleranz investieren, in Legalismus werde ich investieren. Entschuldige, in Toleranz investieren, sehr gut. Ja, ich kann. Weil jetzt habe ich eine neue Hauptregion und die Kultur-Advancements, die ich habe, kann ich halt dort investieren. Religious Customs? Wieso nicht? Ich glaube, das geht sich hier fast alles aus. Noble Customs und Majesty ist sich noch nicht ausgegangen. Na gut, Majesty wäre vielleicht auch nicht so schlecht gewesen. Ich glaube, das erhöht auch die Domain Size, oder? Kann das sein? So. Gut, hätten wir das mal. Jetzt habe ich mal alle verteilt. Jetzt möchte ich die. Ich brauche irgendeinen Vasallen, der eine Moschee übernimmt. Am besten, ich nehme jemanden aus meiner Familie. Wow. Ich bin auch sehr fleißig gewesen. Ich habe nämlich auch 1, 2, 3, 4, 5 Söhne und eine Tochter. Gut, der Militärheini, den will ich behalten bei mir. Meinen Sohn sowieso. Das heißt, der dritte Sohn. Ist vielleicht gar nicht einmal so blöd. Der ist allerdings erst 14. Aber er ist schon verheiratet, das heißt, das passt. Du? Ja? Nicht du. Ich meinte meinen Sohn, Mohammed Al-Abshin Diftatzade. Grand Landed Title. Und zwar die Moschee Bakisa. Ja. Bist du mit allem fertig, was du ihm willst? Weil sobald er in seiner eigenen Domain ist, kannst du einige Dinge nicht mehr machen. Zum Beispiel verheiratet. Du hast recht, aber er ist verheiratet. Dann hoffe, dass seine Frau nicht stirbt. Was? Dann hoffe, dass seine Frau nicht stirbt. Mit 14 ist er verheiratet. Ja. Das geht im Islam offensichtlich. Du meinst, ich sollte ihn noch mehr verheiraten? Gehst du da wieder? Wie komme ich denn da wieder weg? Ich könnte ihm noch eine zweite Frau verschaffen. Gar keine schlechte Idee. Und zwar. Princess of Misera. Die klingt gut. Die kann nichts. Nein, die nehme ich nicht. Das klingt wie in einem Supermarkt, das Regal auf und ab ist. Da gibt es noch eine Princess of Misera. Was ist das? Detached Priest. Das ist gut. Mit der verheirate ich ihn, nachdem ich ihn in die Moschee stecke. Gut. Und jetzt zurück zu meinem Sohn. Mohammed, du bist der Mann für die Moschee. So. Und weg mit dir. Moschee ist mal los. Gut, jetzt muss ich mich noch um meinen ältesten Sohn kümmern.
Den will ich eigentlich gar nicht wegschicken. Der ist nämlich relativ gut. Oh nein, nein, Blödsinn. Dem habe ich die Stewardship eh schon weggenommen. Das heißt, der hat auch eine Frau. Der schaut so dämlich aus und seine Frau ist auch nicht besonders hübsch. Auch dem werde ich noch eine zweite Frau organisieren. Ah, nicht arrangen. Blödsinn. So müssen wir das machen. Und zwar suchen wir eine Frau, die gut in Stewardship oder in Intrige ist. Und die möglicherweise noch irgendein Erbe mitbringt. Eine maschrikische Frau, aber die ist schon 26. Hm. Kann die noch Kinder kriegen? Da gibt es eine 17- oder eine 22-Jährige, die sind besser. Die nehmen wir. Gamse. Sohn. Jetzt hast du zwei Frauen, wahrscheinlich bald. Wenn ich ihn jetzt wegschicke, heiratet er eh noch. Gehe ich stark davon aus. Ja, das ist ja die Standardantwort von uns. So, du kriegst etwas, womit du ein bisschen spielen kannst, nämlich Altschau. Was? Danke. Bitte. Wie ist mir das geben? Einfach so. Was? Nein, ich bin ein Idiot. Ach Gott, mein Sohn hat den Steward von mir mitgenommen. Ich brauche einen neuen Steward. Ah, der geht aber eh auch. Der ist auch nicht so schlecht. Was hat er mitgenommen? Er hat den Steward von mir mitgenommen. Mein Steward war in Altschauf stationiert. Nein, 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 okay, es interessiert mich. Es interessiert mich. Und es nachdem ich meinem Sohn. Komplett irrelevant. Ich leide gerade durch diese Sachen und warte drauf, wann endlich mein Untergang weitergeht. Ja, okay, du kannst mit deinem Untergang weitermachen. Okay. Ich glaube, das Schlimmste habe ich hinter mir, den Rest kann ich so. Huch, hast du jetzt Pause gedrückt? Ich habe offensichtlich einen Doppelklick und jetzt sehe ich mich. Nein, ich hab entpaust und. Ja, ich auch. Dann nein, dass wir beide jetzt nicht gleich gedrückt haben. Du kannst aber die Pause abbrechen. Nein. Doch. Ich kann sie nicht 14 abbrechen. 14 seconds left until anybody can unpause. Ja, schön. Ich glaube, selber kann man aber schon mal anpausen. Habe ich auch geglaubt. Kannst du nicht. Aber es steht hier, dass es nicht. Nicht nur weil es hier steht, heißt es nicht, dass es so ist. Ich hab's probiert. Ah. Hast du's probiert? Ist okay. Gamse und mein Sohn sind verheiratet. Und mein zweiter Sohn hat auch eine Prinzessin gekriegt. Das ist schön. Jetzt freue ich mich. Und ich würde ganz gerne Kadishia tatsächlich zu meiner Capital machen. Wieso geht das nicht? It's not allowed to. Meine Zeit ist nicht mehr tribal, oder? Capital of Fire. Was? Beide sind nicht mehr tribal. Nein. Das war noch Zeit. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Ich habe kein einziges Tribal-Gebiet mehr. Dieses Herumbewegen hat durchaus was gebracht. A message. Dear brother-in-law, your wisdom and mercy are legendary. Hey, mein Emir ist auch mein Schwager. Ich gebe jetzt Sadaka für meine Sünden, weil sonst kann ich nichts tun. Den kann er haben. Den Halbbruder von mir kann er haben. Oh, die Samen fahren drüber über uns. Du willst noch einen Halbbruder haben? Ah nein, meinen Neffen. Ja, den kannst du auch haben. Wie bitte? Nein, ich spreche mit meinem Emir. Nein, nein, was ganz anderes. Okay, was denn? Das Bukhara-Emirat hat gerade 5000 Truppen geschickt. Wofür? Diese Truppen von Hike, glaube ich, zusammengehauen haben.
Nein, nein, die anderen. Die Aran-Truppen hat er zusammengehauen. Aber sowas von. Na, Heik belagert und so weiter. Oh, ich sehe es. Es ist Also, was weiß man, schrecklich. minus 55. Und wird schnell bei minus 100 sein. Ja, ich verabschiede mich in Bälde aus dem Kalifat. Vielleicht bin ich dann Christ, mein Sohn ist schon Christ. Ist dein Sohn schon Christ? Ja, Echt jetzt? er ist einen Tag nach der Gefangennahme seiner Mutter geboren worden und dann in der Gefangenschaft sofort als apostolischer Christ und Armenier geboren. Nur hat natürlich auch was. Ich weiß nicht, er ist Gott sei Dank nur ein vierter oder fünfter Sohn. Also mit Naja, dieser du solltest es Abstammung so bin ich sehen, davon wenn du drauf. wirklich Teil vom Ich habe. apostolischen Armenien wirst. Hey, Kaspertown 2. Hatte ich doch Sehr noch nicht. leisten. Was? Das kannst du jetzt schon leisten. Ja, ich habe ja das Geld von meinem Vater auch geerbt. Und der hat relativ viel gespart. Und in Veit hatte ich noch keine Kaspertown. Muss mal schauen, ob ich das da auch brauche noch. Also keine Zweier. Oh, in Hafer brauche ich die Camel Training Grounds. Ausgezeichnet. Ich glaube, ich werde voll auf Kamele machen. Allerdings schade, weil ich bin jetzt nicht mehr der Schwiegervater vom Kalifen, sondern nur sein Schwager. Und noch dazu nur ein Halbschwager, weil es nur meine Halbschwester ist, die da mit ihm verheiratet ist. Ach je, ach je. Was ist das? Ein Weak Claim. Ist das? Übrigens, wenn du mal Zeit hast, schau dir mal den Herrscher Deutschlands an. Okay, mache ich gleich. Ich ignoriere gerade einen Weak Claim, den ich irgendwo im tiefen Persien besitze. Herrscher Deutschlands. Oh, warte mal. Da muss das sein, oder? Despot des Sabers auf Deutschland. Was ist mit dem? Naja, ein orthodoxer Grieche, er ist, glaube ich, der Onkel oder der Oh, Neffe des stimmt, der ist sogar Basileus. orthodox. Er hat sich da irgendwie eingeheiratet und. Nicht schlecht. Okay, das ist interessant. Und er hat Schulden. Das Ist das ist etwas, was jeder hat hier oder haben sollte? Ich glaube nicht. Ich hatte mal welche und das war gar nicht. Ich meine, es ist weniger schlecht als die meisten anderen Dinge, die mir widerfahren sind im letzten Bist du eigentlich noch in Jahr. Gefangenschaft gerade eben, oder? Natürlich, ich und meine gesamte Familie. Wir warten Okay, warte darauf, dass mal. der Krieg endlich Irgendein verloren ist. Nachbar will was von mir. A letter arrived from my nettlesome neighbor not many days after the astonished envoys returned home. He was most grateful and deeply touched by the red roses I sent him. Ich habe ihm gar nichts geschickt. I told you so. They finally came to good use. Der Apple of Hast nicht Shaikun wirklich einen Platz Überblick 3. über die Dinge, die du tust. Naja, das muss er gemacht haben, bevor sein Vater gestorben ist. Nehme ich mal an.
Ich ja, kenne das. das Event, das habe ich schon mal gesehen. Irgendeiner macht irgendwas Komisches und du kannst ihm Rosen schicken oder ihm irgendwie sagen, dass er zur Hölle fahren soll oder sowas in die Richtung. Und wenn du ihm die Rosen schickst, ist er dann, weiß ich nicht, ob es immer passiert, aber du kriegst dann dieses Event, wo du dann 20 Pietät nehmen kannst oder they finally came to good use. Da steht nur The Apple of Shaik Diffdad's Eye. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendein weiteres Event triggert, aber ich würde mal sagen, ich nehme das jetzt einmal und pfeife auf die Pietät. Ich habe eine Pietät von 800. Das klingt nach Smalltalk und Nichtigkeit. Ja, ich glaube, es sind Smalltalk und Nichtigkeiten. Okay, warte mal, irgendein Krieg ist zu Ende. Ja, die Die Rebellion. Revolte. Und sie ist wieder gescheitert. Nein, inconclusive. Wahrscheinlich ist der Revoltenführer wieder mal ermordet worden. Ja, deswegen ist die Ich hoffe, Revolte gescheitert. der Sultan, der Kalif kommt jetzt mit seinen 5000 Mann endlich nach Norden und kann dort auch nichts ausrichten. Weil da ungefähr 15.000 stehen. Also Wahnsinn, da stehen wirklich viele Truppen rum. Kannst du anpausen? Ach so, Entschuldigung, ja klar. Tut mir leid. Ja, also ich tue so, als würden mich diese ganzen Kriege im Norden nichts angehen. Obwohl, Tabriz wird gerade zurückbelagert von irgendwelchen Verbündeten. Warte mal, habe ich die Traditionsfraktion eigentlich geerbt von meinem Vater? Ja, ich bin Anführer in der Traditionsfraktion. Wer ist denn der hier? Ah, das ist der Sprössling von dem ehemaligen Anführer. Der hat auch zwei. An und für sich wären wir zu zweit eh recht stark. Vielleicht schaffe ich es ja mit dem jetzt. Und mein blöder Sohn hat sich natürlich in eine andere Fraktion reingehaut, dieser Idiot. Der hat eine eigene Fraktion gegründet, die Prosperity Faction. Mein Gott, ah, verdammt. Ah, was passiert da alles? Ah, der kleine Krieg ist zu Ende. Jo. Das heißt, habt ihr da nicht Da haben wir Rahmen gewonnen. gewonnen? Der dürfte zurückgeschlagen sein, ja. Es ist Minimum Nicht, dass das sind. Obligations Law in Arabian Empire. Na super. So, und hier kommt jetzt. Warte mal, ach gut. Hier kommt jetzt. Das, was ich gewählt habe. My garden is the apple of my eye. My pride and joy. I distrust my gardener and would spend every hour of the day in my garden if I could. If I could, I would spend all my time in the garden. Oder I love my garden, but there are other things in life too. Hey, ich könnte Gärtner werden. Das macht Stewardship plus 2. Puh. Das ist eigentlich Weil ein dann platze gutes ich die Event. ganze Zeit mit irgendwelchen Pflanzen herum. Ja, schon. Ich kann entweder Diplomacy plus 2 oder Stewardship plus 2 nehmen. Ich nehme Stewardship natürlich. Ich werde Gärtner. Ich werde professioneller Gefangener. Also mit Garten habe ich momentan sehr wenig zu tun. Naja, du weißt ja, wie das ist mit Gärten. Amran, Mohammed and Princess Gamze of Ara. Wer ist das? Mein Halbbruder. Oh, der zweite. Verdammt. Der mich jetzt nerven wird die ganze Zeit um Land. Ja, aber irgendein Schah Amra de Bold kommt uns auch zu Hilfe. Ja, aber die sind alle schwächelnd. Wieso heißt er dann de Bold? Und ich meine, wir sind noch immer. Abkazeti.
Was? Hilft dafür den Armeniern. Das Königreich Abkhazeki Was ist mit im denen? nördlichen Kaukasus hilft den Armeniern, aber das hat nur 2000 Mann, das ist auch schon wurscht bei Hike. Immer noch über 10.000 Güter fahren. Stimmt, aber die haben besetzte Gebiete da. Ah, der ägyptische Sultan ist gestorben. Ha, und ich habe einen Reclaim auf Misere. Da habe ich ja meinen Sohn hin verheiratet, oder meinem Sohn habe ich eine von den Töchtern verheiratet. Wie ist denn Misere? Sei. Der geht jetzt in die Küche. Und der Krieg ist auf minus 81%. Bald bin ich Teil von Armenien. Oh, es findet gerade die letzte Schlacht statt, sehe ich. Die wird sowas von verloren. Das ist die Hauptarmee gegen irgendeinen Abspalter von Hike und Hike. Gut, unsere Hauptarmee zusammen. Tja, dann schauen wir uns das doch gleich mal an. Autsch. Wir sind die 1000 Mann. Inzwischen 1000, ja. Wie viele waren es denn am Anfang? 1000. Das ist grausam. Ja, minus 85%. Und? In Omiya dürfte es gleich noch eine Schlacht geben, wenn ich es richtig sehe. Nein, ich glaube, der rennt weiter weg, bevor er wieder Schlacht schlägt. Doch nein. Nicht. Achso, da ist jemand hingezogen. Ja, das meine ich. Okay. Jo, das schaut sehr gut aus. Ja, das sind halb so viele Leute, nur sind natürlich ziemlich traurig. Aber ich bin stolz, dass das quasi hey, sich der Gastgeber des Desasters sein darf. Du meinst, du freust dich, dass es bei dir passiert? Nein, bei mir dass ist alles den Bach runtergeht. Aber da, wo ich einmal geherrscht habe, ja. Achso, stimmt. Ja, was würde dein Vater sagen, wenn er sehen würde, was du alles angerichtet hast? Sagst du schon mal tot? Au. Wärst du das denn? Ein besserer Kordiman. Ich habe einen Typen, der hat tatsächlich ein Learning von 24. Oh. Minus 100%. Achtung, das kann sich nur noch um Waage handeln. Dann wird sich die politische Landkarte ein bisschen ändern. Jawohl! Game over! So. Okay, ich lese vor. Nein, da gibt es viel vorzulesen. Scheinbar bin ich sofort abgesetzt worden. Du bist sofort abgesetzt worden? Du bist Game jo. Over jetzt, oder wie? Ja. Ah. Ja. Es Dein Gebiet heißt jetzt doch anders. Es heißt Fromi, Formi. Das ist echt fies. Der hätte dich ruhig mit übernehmen können. Ja, das habe ich eigentlich auch erwartet. Aber offensichtlich war ich ihm nicht christlich genug. Und dass mein Sohn so christlich war, das habe ich nicht imponiert. Tja. Ja, ich bin wieder im Menü. Das ja, was dann wohl. Ah, und meine Tochter ruft gerade an. Ich ja. Bin gleich wieder da. Na gut, dann werde ich an dieser Stelle aber meinen Stream beenden, nachdem meine Herrschaft so unruhig geendet ist. Ob es eine Fortsetzung kommt, gibt und die alternative Geschichte fortgesetzt wird, liegt wohl dann an Odo. Und wen das interessiert, der soll Odos YouTube-Channel besuchen. Schönen guten Abend.
sorry. Naja, kein Problem. Okay. So, ich habe mich gerade im Stream ausgeklinkt. Okay. Wir haben ein paar Optionen jetzt. Du hast dir pausiert, gell? Was meinst du mit pausiert? Na, ich weiß nicht, bist du noch im Spiel? Nein, ich bin aus dem Spiel rausgeworfen worden. Weil du als dein Server weil ich es ja gehostet habe, alles klar, ja. Okay. Es gibt ein paar Optionen. Warte mal noch ganz kurz, besprechen wir das, nachdem ich das Ding kurz abgedreht habe. Ich sage Tschüss zu meinen Zuhörern. Ja. Wir melden uns vielleicht mit weiteren Folgen. Bis später. Sag Tschüss. Okay, ciao.